Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stone Shard. Wir sind mittlerweile im 9. Part, glaube ich. Es geht vorwärts. Aber wir müssen jetzt ein bisschen noch umdenken, weil wir müssen viel bezahlen fürs Essen, für gutes Essen. Und wir bekommen jetzt noch nicht so viel Geld von Banditenlager über. Mal schauen. Also wir gehen jetzt einfach zum nächsten Banditenlager. Vielleicht finden wir etwas Besseres. Oder müssen einfach noch warten, bis wir ein bisschen stärker werden. Mal schauen. So, der Elch ist ein bisschen zu schnell für uns. Jagen wir ihm hinterher. Und greifen ihn an. Wie der in Flammen aufgeht. Ich mag das irgendwie. Die Effekte sind schon cool, auch wenn die Grafik minimalistisch ist. Ich glaube, der da hinten oben war es, oder? Ja. Der da oben. Also eigentlich können wir das Leder relativ gut verkaufen jetzt. Nachdoppeln. Sehr gut. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen ausruhen, bevor wir den nächsten angreifen. Weil das wird jetzt. Okay, sehr gut. Also wenn jetzt hier so drei Elche sind, dann habe ich so das Gefühl, es geht schon gut. Aber ja, Waffen brauchen wir nicht. Das Schwert ist aber eigentlich ziemlich gut. Ja, aber ich merke, wir haben einfach hier ein bisschen das Problem, dass wir das sowieso bald abläuft und so machen wir das mal nicht. Wie groß ist denn die? Okay. Jetzt. Das sind immer die großen. Kampfbeil haben wir gesagt. Nehme ich mit. Ja, dann gehen wir halt zurück. Wo waren wir hier oben? Eins links und dann drei runter. Okay. Dann merken wir uns das? Hoffentlich wird es nicht resettet. Es wird wahrscheinlich schon resettet, deshalb machen wir doch mal noch ein bisschen weiter. Einfach, damit wir noch ein bisschen leveln. Den Loot nehmen wir einfach nicht mit. Ich glaube, nach jedem Spielstand ist sozusagen die Welt wieder resettet. Das müssen wir ein bisschen ausnutzen. Sonst kommen wir nie vorwärts. Das Spiel wird sich sonst zu ziehen. Festziehen, wenn wir kein Bild finden. Und deshalb immer auf Bild gehen. Und einfach. So. Nehmen wir einfach das Fleisch mit. Und vielleicht das Arschgeweih. Sorry. Hirschgeweih. So, wie viel kostet das? 150, ja. Das ist gut zu mitnehmen. So, jetzt suchen wir noch das andere. Ja, diese Arschgeweiher, die haben so genervt. Da ist er. Ja, da. Oh, grüner Strahl. Ist der immer schon grün gewesen? Noch ein Elch. Cool. Wie viel bekommen wir eigentlich XP? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, Crit. Noch ein Hirsch. Okay, das ist das beste Gebiet. Und hier können wir auch braten, wenn wir Hunger haben. Können wir alles braten. Das ist das beste Gebiet. Also wir müssen immer ein Lager ausschaffen. Ah ja, es wird, glaube ich, gar nicht resettet, weil ich ja jetzt gespeichert habe. Also vorher gespeichert habe. Also heute gibt es einfach ein bisschen die Jagd auf Elche. Aber ich muss leider leveln. 6 EXP, ja, das ist zu wenig, also machen wir lieber etwas anderes. Du kannst die Zunge nicht mehr spüren. Starken Durst. Ja, aber ich habe langsam kein Ding mehr. Was können wir essen? Eigentlich nur die Wurst oder so. Ja,
Ich muss unbedingt in die Durst. Ja, dann gehen wir runter, eins nach links, gell? Ich kann jetzt momentan hier leider nichts Wasser einschenken. Ja, ich muss es riskieren. Riskieren wir es. Jetzt noch drei runter. Also hier schon mal nicht nachjagen. Vielleicht ein Fuchs. Das ist schnell tot, glaube ich. Ja, komm, lassen wir es. Jetzt einfach nach Hause, damit wir nicht dehydrieren. Und dann haben wir eigentlich hoffentlich überlebt. Es ist schon schwer mit dem Hunger ständig und so, aber Hunger und Durst sind wirklich nicht gerade so toll. Aber es ist eben so ein Ultra-Hardcore-Survival-Game. Da muss man damit klarkommen. Direkt gesehen, das ist nicht so gut. Die Wölfe sind sehr OP noch. Okay, da hat jemand einen Hirsch zerrissen. Irgendwie zusammen angreifen lassen. Jetzt auf die, weil die einfach in Reichweite sind und weil ich eigentlich will das. Genau. Das habe ich gedacht, dass der Wolf stärker ist. Okay. Sprint. Sehr gut. Und ist tot. Das war sehr gut für uns. Wir haben recht viel XP bekommen, oder? Können wir das nochmal nachschauen? Okay, das ist leider fehlgeschlagen, stimmt. Kupferkette war ja eigentlich nichts Gutes. Können wir leider nicht mehr nachschauen. Oh, mein Gott. Hilfe! Okay, er hat uns nicht getroffen. Gut. So langsam läuft das Game plötzlich. Also so langsam habe ich irgendwie auch keine Angst mehr und so. Ja, sicher. Der wird uns verfolgen hier. Ja, sicher, ein Bär. Okay, er hat uns nicht verfolgt. Das ist ein bisschen zu gefährlich hier. Ja, wieder zur Leiche gehen. Ja, der wittert uns wahrscheinlich. Der wittert uns, oder? Wir müssen ihn besiegen. Vor uns viel Schaden zufügt. Und er hat uns keinen Schaden zugefügt. Und er gibt auch viel XP. Das ist toll. Aber wir haben noch kein Level Up. Okay, gut. Gut bin ich jetzt momentan so fit, sonst hätte ich mich natürlich wieder ein bisschen genervt. Das ist bei mir leider einfach der Fall, weil ich nicht so Stress abbauen kann wie andere Menschen. Wegen einer Krankheit, die Morbus Edison heißt. Und jetzt habe ich einfach viel Medikamente genommen. Jetzt geht's. Also wir sind da. Wir sind aber. Noch doch, wir sind hier, wo die Gaststätte ist. Ja. Sehr gut. Also direkt mal speichern zuerst. Wir könnten ja irgendwas hinlegen noch. Die Truhe reintun. Wir nehmen jetzt nicht so viel mit. Also was wir eigentlich mitnehmen, sind diese Keulen. Die laufen ja nicht ab. Und die Jade zum Beispiel verkaufen wir nicht. Ich weiß nicht, was es bringt, aber die Triche brauchen wir auch nicht.
Ein Schwert und so brauchen wir auch nicht. Die Minzwurzel nehme ich jetzt auch mal nicht mit. Ich weiß nicht, brauche ich unbedingt so etwas. Und dann brauche ich noch einen Ofen. Und das Fleisch verkaufe ich, das läuft zu schnell ab. Der Ofen geht nicht. Der Ofen hier geht nicht. Ich muss zur Schmiede gehen, wieder beim Schmiedeofen machen. Ja, also zum, nicht zur Schmiede, zum, ja, zum Schneider, der hat, glaube ich, einen Ofen, oder der andere links davon. Das ist der Zimmermann, glaube ich. Der Zimmermann hat einen Ofen. So. Jetzt geht's. Kochen. 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 Jetzt ist es auch in 4 Tagen abgelaufen. Sonst haben wir nichts mehr. Geh zur Seite, ne? Ich will mit dir reden. Du hast viel Geld bei dir. Du hast Stäbe. Ja, wenn auch nicht viel besser sind. Eventuell kaufe ich mir noch einen Stab, wenn ich das verkauft habe. Mal gucken. Aber ich will unbedingt eine gute Verzauberung noch haben, aber ja, ich muss jetzt zuerst die Schriftrolle auch haben. So. Also, verkaufen, verkaufen, verkaufen. 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 Und Wasser hast du nicht. Also der hat auch einen Ofen, sehr gut. Auch wenn er der der hat einfach so einen Schmiedeofen. Okay, wo haben wir einen Brunnen? Wasserschlauch befüllen. Ich wollte den nicht einsammeln. So, jetzt. Trinken. Noch was trinken. Und, jetzt müssen wir zum Schmied. Der hat. Ne, der hat keine Ketten, aber das wird wahrscheinlich schon. Der hat nur 7 Wert. Und der. Bei diesem hat er die Kette 6 Wert. Weitermachen. Ja, das nehmen wir einfach nicht mehr mit. Das ist Bullshit. So. Ja, verkaufen wir auch das plumpe Speichern, auch wenn es gut ist. Und jetzt haben wir 800. Jetzt haben wir den Tös gekauft, einfach das Fleisch. Ja. Okay. Karte war hier benutzen. Sollen wir bis dorthin oder gehen wir mal bis zu dem Ort? 1, 2, 3, 4 und dann hoch. 4 Osten, 1 hoch. Nach Norden. Nein, das warst nicht du, das war der da. Ja, nicht abhauen. So. Kaufen. Kaufen. Und jetzt brauchen wir die Schriftrollen vom Alchemist, glaube ich, hier unten. Ich will irgendwie eine gute Verzauberung haben, die Mana oder so gibt. Oder irgendwie der Schaden erhöht von den Zaubern. Gibt's das irgendwie? Kann man den Schaden von Zaubern irgendwie erhöhen? Okay. Ja, du hast eine. Endzauber. Nein, du hast keine. Okay. Das ist eine Endzaubern-Schriftrolle, möchte ich eigentlich auch immer dabei haben. Kann ich ja mal kaufen. Und weil wir jetzt Einnahmen haben. Was ist das eigentlich hier oben? Okay. Hätte gedacht, ich könnte irgendwas herstellen. Also, Hunger haben wir.
Kann ich irgendwie etwas essen, kostenloses oder so? Möchte jetzt nicht noch ausgeben. Ich gebe einfach mal ganz billiges Zeugs aus. Das sollte eigentlich reichen für ein paar Minuten. Und jetzt, ja. Muss ich ja eigentlich die Sachen hier in die Kiste tun. Weil ich jetzt momentan nichts anfangen kann mit dem, oder? Also ich weiß jetzt nicht, was ich da noch machen soll. Deshalb tue ich mal das rein. Ein Apfel ist auch immer dabei. Sehr gut. Und ja, gehen wir mal noch kurz oben schauen, ob es irgendwas gibt Neues. Scheinbar nicht. Was machst du eigentlich? Aha. Sollen wir mal schlafen wieder, hä? Ja, ja. 19 Uhr. Machen wir immer bis 8 Uhr morgens. Und jetzt haben wir doch eine Quest. Es erfüllt 3 Aufträge. Wo ist denn die Bastion Jormas? Eine Bastion habe ich doch gar nicht auf der Map. Ah, das war das. Und das haben wir nicht gemacht, weil es zu schwer war. Wir sind ja direkt gestorben. Also, 1, 2, 3, 4 und dann hoch. Okay. Lass mich durch. Hä? Haben wir jetzt geschlafen? Denke ich schon. Es ist morgen, ne? Da wir immer sofort wieder essen, also Hunger bekommen, muss ich wahrscheinlich alle Äpfel mal essen zuerst. Oder einfach immer, wenn es angezeigt wird, essen. Ist ja eigentlich egal. Ja, aber jetzt muss ich natürlich wieder zurück und ja, noch nicht. Also, jetzt machen wir das zuerst. Sollen wir den Wolf anlocken? Nee, wir machen es jetzt mal nicht. Ja, gut, wenn die Map so dumm ist. Ach komm. Langsam hast du. Blöder Bauch. Er knurrt immer die ganze Zeit. 1 hoch und 4 rechts. 3 rechts noch. Ja, mal kurz schauen nochmal. Wir sind hier und dann hoch. Und dann 3 rechts. Die Kaninchen sind auch zu schnell. Noch 2 rechts. Bin mal gespannt, was dort jetzt ist. Wahrscheinlich auch wieder ein Lager. Ah, hier ist die Karawane. Kaputt ist. Jetzt hier nicht noch eine Exokabane. Okay, da sind Wölfe. Hm. Könnte gleich wieder Game Over passieren. Also deshalb die gewisse vorsichtiger sein. Also ein Wolf kann euch richtig schnell zerfleischen. Die haben, glaube ich, doppelt angegriffen vor ein paar Patches, Hotfixes. Und jetzt vielleicht täglich etwas. Ein Hotfix raus. Also steht immer einfach nur ein Update, ist quasi Schlange. Wenn jetzt aktualisiert. Oh yeah. Ich glaube, das sind wieder ein bisschen stärkere Wölfe. Okay, der eine habe ich. Vom anderen habe ich Angst. Ich muss ihn besiegen. Okay.
zu gefährlich, ich muss abhauen. Okay, gut. Boah, wir haben Schmerz, deshalb machen wir mal kurz etwas gegen den Schmerz. Ich weiß gar nicht mehr, was für den Schmerz war. Aber Vergiftung möchte ich jetzt eigentlich auch nicht benutzen. Ich muss den Schmerz aushalten. Es könnte gefährlich sein, also wir könnten sterben, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Es sind so viele Wölfe jetzt unterwegs wieder. Es könnte schon schnell passieren, dass wir einfach den nächsten Wolf zu spät sehen. Zum Beispiel hier. Okay. Wieso sind Wölfe so unsichtbar? Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Mit, okay, gut. Was noch ein Wolf? Okay. Das ist ein Wolf, wo er vorher da war. Also, wo wir auch angegriffen haben. Das ist auch wegen dem Nass, also physisch Resistenz, nein, Feuerresistenz, plus 50. Gut, haben wir jetzt gerade keine Magiegegner. Das ist gerade ein hartes Gebiet hier. Genau, dieses Gebiet ist sehr hart. Ja, sicher! Und das nochmal ein Wolf. Ich muss schauen, dass ich die Wölfe, den Wolf eben zu dem Ding nehmen kann. Dass die nicht fliehen, weißt du? Die haben gesehen doch, dass sie sehr starke Magie haben. Die fliehen einfach gar nicht. Gott, Kronen. Oh, das ist leider nur Geld. Keine richtige Krone. Okay, wir sind nicht schwer verletzt. Wir heilen uns auch wieder sehr gut. Aber dieses Gebiet ist gerade sehr schwer. Sehr dicht, die Gegner. Den anderen ignoriere ich. So viele Gegner muss ich ja nicht killen. Ein Bär, Achtung. What? Ein Hase hat mich angegriffen? Okay. Mann, diese bulligen Hasen. Diese Kampfschweine. Bissige Hasen, ey. Eieiei. So, darf ich jetzt wissen, wo das Gebiet ist? Das muss jetzt in diesem Gebiet sein, oder? Habe ich richtig gezählt? Ja, da ist aber ein Mensch, ein Bandit. Ich möchte irgendwie, dass die Banditen sterben. Durch Wildtiere. So. Geld auf den Tisch. Wo ist der Tisch? Ich kann kein Geld geben. Das sollte eigentlich gehen. Wir haben schon recht viel Leben plötzlich. Also andere Banditen haben nicht so viel Leben wie die jetzt. Also in dieser Region, in diesem Park. Okay, ich wurde nicht getroffen. Doch, ich habe auch gedrückt. Ja. Irgendwie lustig, dass die Gegner immer brennen. Schade, dass man die Brandwahrscheinlichkeit nicht erhöhen kann. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Beide haben nicht getroffen. Nehmen wir aber mehr. So, sollte hier irgendwo das Lager sein? Dann kann ich ja nochmal ein bisschen ausruhen bis zum nächsten Part. Weil es ist schon hardcore, also die Konzentration man braucht. Schon unglaublich. Ja, der kostet sehr viel Mana. Sollte eigentlich den normalen Angriff verwenden.
Merke ich auch gerade mittlerweile. Also was ist denn hier? Hier ist ein Fragezeichen. Hier muss irgendwo etwas sein. Mehr Banditen, ne? Okay. Ich mach mal nix und hau einfach ab. Vielleicht kommt noch einer nach oder so. Es ist zu schwer. Drei sind zu schwer. Muss sowieso wieder etwas essen. Irgendwie anlocken den einen. Dass wir nicht bluten durch die Waffen von denen. Das sind stumpfe Waffen. Tja. Der andere hat gar keine Waffe gedroppt. Hä? Aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch eine stumpfe Waffe hatte. Sah so aus irgendwie. Und deshalb bluten wir nicht so schnell. Wenn wir irgendwie eine schnelle Charakterklasse hätten, oder eben Zeitmagie oder so, können wir um den Baum immer wieder angreifen. Aber so, das liebe ein bisschen schwierig. Ich hab eine Verletzung, okay. Ja. Ja, was müssen wir jetzt nehmen? Es wird reduziert. Ist es jetzt verletzt? Das ist verletzt. Leichte Handverletzung. Ja, gut. So. Und jetzt ist es am Heil. Ah, okay. Du hast auch nichts gedroppt, natürlich. Hä, verbrenne ich die Waffen oder was? Das ist unrealistisch. Ich sollte noch was droppen. Also bis jetzt finde ich nichts in diesem Gebiet. Wo sind denn die Sachen? Okay. Einfach eine Ansammlung von Banditen, aber kein Lager. Könnte schwer werden. Ich sterbe jetzt. Jetzt kurz aufs Kehlen. Ich möchte bei Pyromin T bleiben, weil Geomantie ist zwar wegen Erdbeben eigentlich relativ gut, aber ich möchte nicht so defensiv sein. Also Steinrüstung und so, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so einsetzen. Viel zu stark. Ich kann nichts machen.
Wieso sind manche Banditen so stark? Okay, ich werde mal das ein bisschen wiederholen. Und wenn ich das geschafft habe, mache ich die nächste Aufnahme. Aber das zu zeigen jetzt im nächsten Part wieder, nochmals zu zeigen und so, das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt überlebe. Ich werde einfach ein paar Mal machen und wenn ich überlebe, mache ich den nächsten Part. Und das ist, ja, die Chance ist einfach, ja, einer ist viel zu stark, der andere ist viel zu schwach. Also, ja, es ist irgendwie das Balancing nicht dabei. Man sieht nicht, wie stark die Gegner sind und so. Ja. Ich kann ja auch nicht fliehen, sind meistens zwei Banditen, oder? Und ich wusste ja vor den zwei Banditen jetzt auch nicht, dass ich die nicht angreifen darf, weil sie zu stark sind oder so. Das Spiel hat nicht so ein Feedback. Also man probiert etwas und zieht einfach die Konsequenz. Weil man nicht wusste, ah, die sind so stark. Ja, gut, aber ich bin ja frostresistent und werde einfach weitermachen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Ja, so zwei Parts werde ich sicher machen pro Tag. Tschüss.